Hallo, heute ist Samstag, der 31. Juli 2021. Und für diejenigen, die diese Perspektive hier schon kennen, die wissen Bescheid. Oh ja, ich habe wieder das Operationsbesteck ausgepackt. Heute wird also wieder operiert. Und zwar habe ich schon eine Reihe von Videos produziert, wo ich euch vorgeführt habe am Knetmodell, wie denn die geschlechtsangleichenden Operationen bei transmaskulinen Leuten so aussehen und wie die so durchgeführt werden und Techniken und sowas. Für diejenigen, die das nicht kennen, ich packe hier oben rechts in die Infoleiste mal die Videos hinein. Da habe ich Mastektomie und verschiedene Aufbauoperationen im Genitalbereich schon gezeigt. Aber vor einiger Zeit wurde ich völlig zu Recht in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass da ja noch was fehlt. Und zwar die inneren Organe hat man ja noch gar nicht. Und ich fand, das stimmt völlig, deswegen will ich das heute hier mal nachholen. Kleine Triggerwarnung natürlich, unvermeidlich. Ich werde definitiv ganz viele verschiedene Begriffe nennen, die mit Anatomie und mit reproduktiven Organen zu tun haben. Also wenn ihr selbst trans seid und ihr diese Begriffe unangenehm findet, sorry, es sind einfach nur anatomische Begriffe. Alles klar. Jetzt sind wir bei meinem kleinen Modell, was ich vorbereitet habe. Und ja, ich zeige noch mal kurz für diejenigen, die das Modell oder diese schematische Darstellung nicht so richtig interpretieren können, was wir hier sehen. Das sind also die inneren, vor allem reproduktiven Organe bei transmaskulinen Leuten. Einmal hier unten Scheideneingang, Vagina bzw. Scheide, dann hier Zervix und Muttermund hoch zur Uterus, sprich Gebärmutter, und die geht dann zu beiden Seiten rüber zum Eileiter, und da am Ende haben wir die Ovarien, sprich die Eierstöcke. Und all diese Organe, die ich gerade aufgezählt habe, die können nun bei geschlechtsangleichenden Operationen entfernt werden, können, müssen aber nicht, ne? Das ist jetzt eine Entscheidung, was eben die einzelnen Leute entfernt haben möchten. Wenn die Ovarien entfernt werden sollen, was ungefähr dann so aussieht, nennt man das Ovarektomie. Die Entfernung der Eileiter hier, das ist die sogenannte Adnexektomie. So. Die Entfernung der Uterus oder der Gebärmutter, das nennt man die Hysterektomie. Und das Verschließen der Scheide bzw. teilweise Entfernen der Scheide, das nennt man Kolpektomie. Das waren jetzt ganz viele verschiedene Fachwörter. Ich nenne diese Fachwörter nur, weil ihr die für die Anträge, für die Kostenübernahme bei der Krankenkasse wissen müsst. Zumindest müsst ihr wissen, Kolpektomie und Hysterektomie. Die anderen beiden Worte müsst ihr euch gar nicht so genau merken, aber das erkläre ich später nochmal, warum das so ist. Jedenfalls, ich habe gerade erklärt, ne, wie gesagt, man kann diese Operationsschritte durchführen, man muss es aber nicht. Man kann das auch kombinieren, wie man möchte. Man muss nicht alles durchführen, aber man kann natürlich, also man kann beispielsweise tatsächlich die Hysterektomie zusammen mit der Adnexektomie und der Ovarektomie durchführen, sodass sozusagen alle reproduktiven Organe mit einem Rutsch entfernt werden. Dann bleibt praktisch nur noch hier die Scheide übrig und die wird dann oben verschlossen. Man könnte auch die Hysterektomie machen und die Ovarien stehen lassen. Weiß nicht, ob man jetzt die Eileiter unbedingt noch braucht. Ich nehme die auch mal noch mit weg. Aber sowas wäre zum Beispiel auch möglich. Ich kenne sogar eine Person, die genau das so gemacht hat oder machen lassen hat. Und man kann das Ganze auch, und eben Kolpektomie ist halt sowieso optional für diejenigen, die es eben möchten. Man kann das Ganze eben, die Kolpektomie kann man also praktisch zu allem immer noch mal hinzunehmen oder eben auch weglassen. Die Scheide wird ja nicht wirklich entfernt. Eine Kolpektomie ist im Gegensatz zu den anderen Tralala-Ektomien, ist es keine wirkliche Entfernung, sondern bei der Scheide wird wirklich nur innen die Schleimhaut ausgeschabt. Das klingt jetzt sehr lecker, aber stellt euch das einfach nicht zu bildhaft vor. Und am Ende werden die Muskeln, so, oder wird dieser Muskel so ein bisschen zusammengeführt, dass er sozusagen am Innen zusammenwächst, und unten wird dann der Scheideneingang zugenäht und verschlossen. Der gesamte Muskel der Scheide wird nicht entfernt.
ich glaube, das geht nicht aus irgendwelchen anatomischen Gründen, frag mich jetzt nicht. Es geht also nicht, die Scheide selbst als Muskel zu entfernen, wie man jetzt bei der Hysterektomie die gesamte Gebärmutter entfernt, aber eben dieses Ausräumen und unten verschließen, das ist bei der Kolpektomie gemeint und das kann man, ja, das kann man machen. Wichtig ist in dem Zusammenhang nur, Kolpektomie muss immer extra gemacht werden. Also die anderen Operationsschritte, die ich euch davor vorgestellt habe, Hysterektomie und Adnexektomie und Ovarektomie, das kann mit einem Mal durchgeführt werden auf Wunsch, je nachdem, was eben ihr alles haben möchtet oder nicht. Aber Kolpektomie muss immer nochmal extra gemacht werden, weil das ist doch ein zu starker Eingriff. Da habe ich mir auch sagen lassen, das ist ein relativ blutiger Eingriff und das ist extrem anstrengend und wird deswegen immer extra gemacht. Das sind also dann zwei Operationen, falls ihr Hysto bzw. plus Ovarektomie plus Adnexektomie haben wollt und eben irgendwann auch noch die Kolpek. Das sind dann immer zwei OPs. So, so sieht das wieder schön aus und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie denn die Operationen so von den Operateuren durchgeführt werden könnten. So. Ich hoffe, man kann ungefähr erkennen, dass sich das jetzt um ein Knetmodell eines Bauchraumes bzw. dem Unterleib eines möglichen Patienten sich handelt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das aussehen könnte. Natürlich genau die Operation durchführen kann ich natürlich jetzt nicht, aber zumindest wie der Zugang gemacht wird, das ist noch relativ interessant. Bleiben wir erstmal bei den ersten Operationsschritten, sprich dem Entfernen der Gebärmutter bzw. auf Wunsch noch Eileiter und Eierstöcke mit dazu. Wer diese Operationen oder Operationen nennen, machen lassen möchte, der hat meines Wissens nach in Deutschland die Wahl zwischen zwei grundlegenden Strategien, wie man denn an das Operationsgeschehen herankommen kann. Ich sage immer noch dazu als Disclaimer, ich gebe nur so grobe Pi mal Daumen Richtungen, wie genau am Ende operiert wird. Das ist natürlich immer sehr individuell, von Patient zu Patient natürlich unterschiedlich und auch nochmal von Krankenhaus zu Krankenhaus, weil es dann auch alle ein bisschen anders machen. Aber so von der Grundidee her gebe ich euch mal so, ne, die grobe Strategie, wie man es machen könnte. Die eine Operationstechnik, die man machen kann oder die man nutzen kann, ist die laparoskopische Technik. Laparoskopisch ist schon ein komisches Fremdwort, aber bedeutet eigentlich nichts weiter als, dass man einen kleinen Schnitt setzt, beziehungsweise in diesem Fall zwei kleine Schnitte, nämlich ungefähr, wo mache ich sie mal hin, hier und vielleicht da. Ganz, oh, die sind eigentlich schon relativ groß. Also sie sieht wirklich nur, das sind mini kleine Schnitte, vielleicht so ein Zentimeter oder sowas. So ungefähr. Solche kleinen Schnitte werden gesetzt durch die Haut, sodass man unten an den Bauchraum rankommt. Und dann werden spezielle laparoskopische Instrumente durch diesen kleinen Schnitt durch in den Bauchraum hineingeführt. Stellt euch das mal, ich habe hier ein irrwitziges kleines Hilfswerkzeug, das habe ich mir für meine Mastektomie zugelegt. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen, nur natürlich viel kleiner. Und dann geht praktisch der Operateur oder die Operateurin durch diesen kleinen Schnitt in der Haut mit dem Instrument rein und kann dann den Greifarm betätigen. Durch diese zwei kleinen Löchlein wird am Ende operiert. Damit man besser sehen kann, wird erstens durch einen der Schnitte ein kleiner Schlauch eingeführt, der am Ende den Bauchraum mit Luft füllt. Da wird Kohlendioxid in den Bauchraum hineingefüllt, sodass der Bauch sich aufbläht und man da einfach mehr Platz hat zum Sehen, weil das zweite Instrument, was auch unbedingt mit hinein muss, ist ein Endoskop, heißt also ein spezielles Instrument, was am Ende einfach eine Kamera hat, sodass die Operateure auch sehen, was sie da machen. Sonst würden sie ja komplett blind da unter der Bauchdecke einfach fröhlich herumschnippeln und am Ende ein riesengroßes Chaos anrichten. Das geht natürlich nicht. Operiert wird hier durch diese kleinen Löchlein mit diesen speziellen laparoskopischen Instrumenten. Und das, was dann am Ende freigelegt worden ist und was sozusagen aus dem Körper rausgenommen werden soll, das wird von unten durch die Scheide rausgeholt. Da wird dann der Muttermund ein bisschen gedehnt, sodass man das alles rausholen kann. Und ja, dann wird der Muttermund oben wieder verschlossen. Übrigens auch, die Frage habe ich sogar schon mal irgendwo gelesen von jemandem. Wenn die Gebärmutter entfernt worden ist, dann wird die Scheide am Ende
verschlossen. Also die wird so wie so ein Sack zugezogen und dann vernäht. Die bleibt nicht einfach offen. Sonst hättet ihr ja einen direkten, offenen Zugang zum Bauchraum. Um Himmels Willen, das wäre tödlich. Da könntet ihr Infektionen reinbekommen und da sind ja auch Organe drin, irgendwie Eingeweide oder was auch immer. Die könnten ja dann wollen wir uns gar nicht vorstellen. Das Ende der Scheide wird am Ende immer verschlossen, wenn oben die Gebärmutter entfernt werden sollte. Das nur als Information. Genau, richtig. Das heißt also, bei einer laparoskopischen Operation, um das mal zusammenzufassen, der Vorteil ist eindeutig, ihr habt nur zwei kleine Narben. Das ist wirklich, wenn die verheilt sind, sieht man praktisch überhaupt nicht, dass ihr operiert worden seid. Nachteil ist natürlich, ich habe mit meinen Fingern hier schon so komisch herumhantiert, das sah schon so unangenehm aus und so, als würde ich hier in den Intimraum von Menschen eindringen. Und das ist es natürlich auch. Also speziell für Transpersonen ist diese Region ja sowieso potenziell dysphorisch aufgeladen. Das ist also nicht für alle das Angenehmste, wenn sie da bei der Operation wortwörtlich mit gespreizten Beinen da liegen müssen und dann muss ihnen da jemand zwischen den Beinen in den Körper hinein. Das, so von der Psyche her, ist es auf jeden Fall nicht so das Angenehmste. Manche haben da kein Problem mit, die sagen sich, ne, ich bin ja sowieso in Narkose, kriege ich ja überhaupt nicht mit, aber für manche ist das vielleicht schon ein Problem. Daher ist das so von der Psyche her, von der Operationsherangehensweise vielleicht nicht unbedingt das Angenehmste. Deswegen mache ich mal hier diese kleinen Schnitte wieder zu. Deswegen gibt es auch noch einen zweiten Ansatz, denn die andere wäre jetzt die sogenannte abdominale Hysterektomie oder die Technik ist dann so eine abdominale Zugangsweise. Man macht also einen langen Schnitt über dem Schambein in den Bauchraum hinein. Und durch diesen Schnitt, auch hier wird erstmal wieder Luft reingepumpt, damit man hier besser sehen und hantieren kann. Und dann wird durch diesen Schnitt einfach, da kann man operieren und zwar nicht nur so mit einem Endoskop, sondern hier kann man auch wirklich sehen, was man tut. Direkt sehen, nicht nur über einen Bildschirm. Und man kann auch direkt die Organe, die man entfernt hat, rausholen. Punkt. Und rausholen. Also da über diesen Schnitt ist halt alles möglich. Der Vorteil ist bei dieser Methode, gerade für Transpersonen, aber eben auch Leute, wo vielleicht die Gebärmutter irgendwie vergrößert ist oder wo das halt nicht möglich ist, die andere Operationsmethode anzuwenden, die ich gerade gezeigt habe. Durch diesen Schnitt passt alles durch. Egal, was du am Ende entfernst, dieser Scheißschnitt ist groß genug für das, was du da rausholen möchtest. Und du musst natürlich den Teil hier unten gar nicht beachten. Der bleibt geschlossen. Die Leute können also mit geschlossenen Beinen und bedeckt diese Operation durchleben. Nachteil ist natürlich, dieser Schnitt hier ist deutlich größer und braucht auch etwas länger zum Verheilen. Nach allem, was ich so gesehen habe, ist der auch etwas auffälliger. Wobei auch hier muss man sagen, der liegt ein paar Zentimeter über dem Schambein und hier wächst von Natur aus sowieso noch einiges an Haaren. Das heißt also, wenn der am Ende irgendwann gut verheilt ist und nur noch eine Narbe zu sehen ist, dann ist das nicht mehr so groß auffällig. Aber natürlich schon auffälliger als diese mini kleinen Schnittchen hier oben. Und jetzt kommen wir noch zu der Kolpektomie, also sprich dem Verschluss der Scheide. Da kann ich euch allerdings nicht mehr so viel zeigen, weil diese Operationsmethode, da gibt es wirklich nur einen einzigen möglichen Zugang und der ist auch nicht transfreundlich oder irgendwie, dass man da die Privatsphäre und die Intimsphäre schützen kann. Nein, hier kann man wirklich nur von unten durch die Scheide eben in die Vagina hinein und muss dann eben auch vor Ort alles ausschaben und ja, vernähen und schließen. Also da gibt es nur einen möglichen Zugang. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Kostenübernahme bei der Krankenkasse. Da wird also diese einzelnen Operationsschritte und wie man das nennt, die verschiedenen Strukturen zu entfernen, das habe ich euch gerade gesagt, diese wunderschönen lateinischen Namen. Aber wenn ihr von eurer Krankenkasse eine Bestätigung bekommt, dass ihr die Kostenübernahme für diese geschlechtsangleichenden Operationen bekommt, dann steht oftmals, nicht immer, aber oftmals, steht da nur Hysterektomie. Und von Ovarektomie und von Adnexektomie ist überhaupt keine Rede. Was heißt denn das dann? Heißt das dann, dass die Krankenkasse euch wirklich nur das Entfernen der Gebärmutter bezahlt und für das hier müsst ihr dann selbst aufkommen? Oder wie ist denn das dann gemeint? Also wenn die Krankenkasse
manche Krankenkassen führen auch wirklich alles auf, was es da so an einzelnen Schritten gibt, aber manche eben nicht. Und wenn ihr bei eurem Antrag auf Kostenübernahme nur eine Hysterektomie genehmigt bekommen habt, dann müsst ihr nicht verzweifeln und das hier müsst ihr auch nicht mitbezahlen, sondern ihr müsst eurem Operateur einfach nur Bescheid sagen, was ihr alles entfernt haben möchtet, weil, ich lege nochmal das Knetmodell drüber, wenn die Operateure einmal, egal mit welcher Technik nun, ob nun über den abdominalen Schnitt oder hier über die laparoskopischen mini-kleinen Schnitte am Rand, wenn die einmal da dran sind und an eurer Gebärmutter herumschnippeln, dann können die auch die Ovarien und die Eileiter in einem Abwasch mitmachen. Das liegt ja direkt daneben. Heißt also, für all diejenigen, die in ihrer Krankenkassen Kostenübernahme nur eine Hysterektomie bekommen haben, für die gilt, sagt bei eurer Operation einfach, dass ihr, was ihr auch immer alles weghaben möchtet, und dann wird das gleich mit weggemacht und das gehört mit dazu, wird also zu dem Eingriff mit dazu gerechnet. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder von euch. Das war sozusagen das letzte Video zum Thema geschlechtsangleichende Operationen bei transmaskulinen Leuten. Mehr gibt es jetzt meines Wissens nach wirklich nicht mehr zu erzählen und zu demonstrieren. Genug operiert Dr. Schnurz. Und wie üblich bringe ich natürlich auch hier wieder meinen üblichen Disclaimer an alle Transpersonen da draußen, die ihr dieses Video jetzt gesehen habt und ihr vielleicht überlegt, ob oder welche Maßnahmen ihr an euch selbst vornehmen lassen möchtet. Ob oder welche der Operationen ich euch hier vorgestellt habe, ihr an euch selbst vornehmen möchtet, das ist eure private Entscheidung. Da hat niemand, auch ich nicht, dazu irgendeine Meinung zu haben. Das macht euch nicht mehr oder weniger trans. Das ist euer eigener Körper. Ihr selbst habt zu entscheiden, was ihr für euch braucht, was ihr möchtet und was ihr vielleicht auch nicht möchtet. Deswegen rede ich euch da überhaupt nicht rein. Ich versuche hier nur, alle Informationen in die Welt hinauszugeben, die ich so weiß, damit ihr eine möglichst informierte Entscheidung treffen könnt. Und das habe ich mit diesem Video versucht zu tun. Und deswegen hoffe ich, das hat euch bei eurem eigenen Entscheidungsprozess etwas geholfen. Dann verbleibe ich euch bis zum nächsten Mal mit nicht mehr operativen Grüßen. Mit was für Grüßen verbleibe ich euch denn dann? Na dann mit laparoskopischen Grüßen. Euer Kater Schnurz.